Hallo und herzlich willkommen. Heute Abend, Montag, dem 26.06.2023, 11.45 Uhr, Winter 7, fucking Bitch, Internetzeit. Genau so. So ist es. Man glaubt's nicht. Wozu haben wir uns heute getroffen? Für einen neuen Stream, den ich vor kurzem angekündigt hatte. Gar nicht so lange her. Nämlich als ich das da gespielt habe. Kann man wieder sehen. Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie? Genau, Universum. Als ich das gespielt habe, quasi gestern, um genau zu sein, Sommer 2020, habe ich angekündigt, dass ich schon sehr bald, und das ist jetzt, einen der besten Nachfolger-Spiele, wenn man das so ausdrücken möchte, des Universums nachspielen werde. So. Gott, war es gerade laut. Ja. Und zwar hatte ich, als ich zwischen April und August 2020 Banjo-Tooie für euch durchgespielt habe, alles nach wie vor zu sehen auf meinem Drittkanal, habe ich angekündigt, dieses Meisterwerk wieder zu spielen, was ich bereits 2001 auf dem N64 und 2003 auf der Xbox 1 einmal durchgespielt hatte, für euch durchzuspielen. Du bist gerade zur richtigen Zeit aufgestanden. Da früher steht morgen hier auf. Ist ja fast noch Tag. Hätt's eigentlich noch pennen müssen. Hallo, Punk Pinter. Du bist gekommen, um zu sehen, welches Spiel ich heute spiele. Und zwar das, was ich vor kurzem, als ich zum letzten Mal Rareplay gespielt habe, also eine Ansammlung der 30 besten Rareware-Spiele, als ich das gespielt habe vor kurzem, Sommer 2020, habe ich angekündigt, das bald darauf spielen zu werden. In den kommenden Monaten. Gut, sind 3 Jahre geworden, aber das ist für mich in meinem Lebensstil gefühlt eine Minute. Weil man jeden Tag nur das macht, was man will. Dafür jeden 3 Jahre wie gar nichts. Und da habe ich quasi zwischen April und August 2020 angekündigt, als ich das gespielt habe, dass ich bald darauf das hier spielen werde. In den kommenden Monaten. In den kommenden 36 Monaten sind es dann geworden. Aber quasi, ne? Jetzt gibt's Bananenporridge und Ziel beim Zocken. Mmm, lecker. Premium. Ja. Ziel beim Zocken, das ist das Beste überhaupt. Und das mit einem Spiel, das ich gerade vor wenigen, ich komme darauf selber nicht ganz klar, vor gerade einmal 3 Jahren angekündigt habe, es bald zu spielen. Und ich starte es jetzt! Wenn die Windows 7 Internetzeit auf 11.50 Uhr umschaltet. Da ich aber jetzt mit den Spielen schon fertig sein wollte, ich brauche immer so 3 bis 4 Stunden hier überhaupt meinen PC und so und einen Fernseher und alles mögliche einzurichten, damit ich überhaupt streamen kann von der Konsole aus, was immer 3 Millionen Kabel, 3 Millionen Adapter, 3 Millionen Karten, 3 Millionen Interfaces. Controllerweise sind das so dumm benötigt, um überhaupt von Konsole mal was, also wenn ihr sehen könntet, das ist der Wahnsinn, wie viele Kabel da sind. Das muss ich mal ein Foto machen und ein gesondertes Video nur von meinem Kabelsalat meiner Stube. Das besteht aus Kabeln und Spinnweben. Und wir starten. Na, man schlägt die runde Stunde 11.50 Uhr genau. Mit meinem Halo-Controller, mit meinem Halo Reach-Controller. Oder ist es ein anderes Halo? Halo 4 oder so. Jetzt! Optionen. Grafikoptionen. Bildschirmrand an, Bildschirmrand aus. So.
Kritiker eine Lautstärke Option gehabt. Egal. Ich starte mal das eigentliche Spiel. Moment, Conker's Bad for Day verwendet absurden Humor und Szenen, die manche Spieler als anstößig empfinden könnten. Das ist der Grund, warum es glaubt. Das ist so lächerlich. Wenn du heutzutage einen Disney-Film anschaltest von 1950 auf Disney Plus, da kriegst du auch schon mal 350 Millionen Warnmeldung. Vorsicht, könnte stereotypisches Gedankengut beinhalten. Ja, das will man! Man will alles und jeden schlecht machen, bis zu jedem. Man will Menschen abwerten, Ausländer abwerten, Transgender abwerten, man will alles und jeden abwerten, den ganzen Tag. Das ist Leben. Ich würde es nicht gucken, wenn das nicht drin wäre. Beleidigungen und Stereotypen. Abwerten von Menschen. Das hat in sowas drin zu sein, in einem Videospiel und in einer Scheißserie. Genau. Deswegen gucke ich's. Das macht Spaß, da hat man was zum Lachen. Ich könnte mich da aufregen, den ganzen Tag. Ja, das soll obszönen Humor und Szenen haben. Das sollen dumme Egos, die an irgendwas anhaften, anstößig finden und doch andere kapieren. Gott, das muss jetzt raus. Ja, ich will dennoch fortfahren, ja! Fresse, Junge, oh, kann ich auslassen. Oh! For major audiences only. Herrgott, ich muss diesen Rand wegmachen, das ist ja Horror. Ja, es war ein gutes altes. Mensch, 1552, der Tag fängt gerade an, freischalten. Guten alten 4:3-Format, Mensch. Wenn der Witter wieder reinknallt. Den verstehe ich nicht. Na, ja, nein, Poster. Game 1, Multi. Options. Options. Ah, meine Soundanlage ist ein bisschen leise. Aber ich tue mir das Spiel über Surround an. Tatsächlich habe ich mal meine Soundanlage nach 150 Jahren wieder aktiviert. Boah, das sind noch die Puzzles hier. In derselben Fontschrift wie die Puzzles in Banjo-Kazooie. Der Puzzle-Core. Genker kann schießen für das Spiel. Das ist interessant, ne? Chapters? Das ist ein Kapitel oder irgendwas? Scared Birdie? Das heißt aktuell nur ein Easter Egg, weil da Kazooie ist. Aber der Rand, der geht gar nicht. Wieder raus. Bitte wieder zurück ins Rari-Bay. Ich mag den Rand nicht, der ist zwar hübsch, aber er stört beim Spielen ungemein. Ist wirklich eine hübsche Hand. Rand betont wirklich alles, was dieses Spiel beinhaltet. Wer Conker's Bad Fur Day nicht kennt, es ist britischer Humor vom Feinsten. Ursprünglich sollte ein Kinder-Jump-Run draus gemacht werden, aus einem kleinen süßen Eichhörnchen. Und dann haben sie es noch 100 Mal umgeändert. Es hat Jahre gedauert, bis das Spiel mal rauskam. Und dann haben sie es mit Erwachsenenhumor versehen. Und mit Film, drücke ich das aus. Mit Filmtrigger. Mit Filmparodien. Genau. In dem Videospiel kommen immer wieder, während man so seine Jump-Run-Abenteuer macht und auch Bosse und Endgegner besiegt, immer mal wieder Situationen und Umgebungen aus bekannten Filmklassikern der 70er, 80er, 90er vor. Da werden immer wieder Filme parodiert. Das ist unglaublich lustig. Und gespielt wird das Ganze natürlich dann von einem besoffenen Eichhörnchen. Von einem alkoholkranken Eichhörnchen. Das auch vor sexuellen Anzüglichkeiten nicht zurückschreckt. Das ist ein wundervolles Game. Das ist das beste Jump'n'Run, was je gebaut worden ist. Conker's Bad Fur Day 2001 von Rareware.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Wie kriege ich diesen scheiß Rand jetzt wieder weg? Den ich wahrscheinlich auch, wenn ich erstmal ein anderes Videospiel starte und dann wieder RAR Replay starte und dann schalte ich den RAR Rand aus und dann versuche ich das irgendwie ins 16 zu 9 zu drücken. Ja, ich habe komplett vergessen, dass es ja selbst als das für die Xbox One umgesetzt worden ist, nochmal mit neuen Polygonen und schärferer Texturen, wurde es ja von Nintendo 64 Grafik zur Xbox One Grafik ja überarbeitet. Nicht eins zu eins portiert, sondern direkt überarbeitet. Und tja, da wurde es nochmal, ohne es nochmal zu überarbeiten, in der 360-Version hineingepackt. Und da merke ich, dass das noch kein Update hat, also noch kein 16.9 Update gekriegt. Kennst du Ratchet und Clank? Nein, nie gehört. Aber wenn es dann RAR ist, dann sicherlich in diesem Replay. Das RAR Replay wurde nämlich für die Xbox 360 veröffentlicht und beinhaltet 30 Klassiker von RAR. Und ich spiele es auch auf der Xbox One. Das heißt, ich spiele eigentlich ein Nintendo 64 Spiel, was für die Xbox 1 überarbeitet wurde und für die Xbox 2 übersetzt wurde, spiele ich jetzt auf der Xbox 3. Und die Xbox 4 ist auch schon draußen. Aber die habe ich nicht. Werde nie haben. Weil ich noch alle 3 Jahre einschaffe, zu spielen. Was ich aber spiele und nicht für euch streame, was ihr gar nicht wisst, sind alte Klassiker-Konsolen, die ich einfach nicht an den PC angeschlossen kriege. Zum Beispiel habe ich im letzten Jahr 2 Nintendo 64 Jump-Runs durchgespielt. Auf dem Nintendo 64. Ich konnte es nicht streamen. Zuschauer 2. Stimmt, da können ja Leute zuschauen. Wie hast du das genannt? Ich glaube, Sony Original. Damals auf der PS2 gezockt. Wir gucken mal, was wir hier alles haben für alle Kanäle. Hier von 1983 bis 2008. Noch nicht 30 Jahre. 300? 3? 25 Jahre. Okay. Das 25. Jubiläum von RAR. 1983, wir haben Jetpack, Luna, Attikatak, Sabre Wulf, Underworld, Nightbot, Gunfright, Slalom, OM, Opa Triangle, Negretten Roll, das ist übrigens ein NES-Spiel, Solar Jetman, Tiger T-Rock, Battletoads Pro M2, Battletoads Arcade, Killer Instinct Gold. Das war schwer. Das hier aus dem Nintendo 60 Spiel, das war damals in der Werbung gehypt, das kann sich keiner vorstellen. Ich hätte es mir fast gekauft. Brauche ich nur nicht, ich habe es nur Replay und kann es jederzeit mal angucken. Das war's Gaming hier, ja, hat mir aus der Videothek ausgeliehen fürs N64. Das sind alles N64 Spiele ab hier. Das N64, 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 N64. Das ist Xbox 1, Xbox 360, Xbox 360, Xbox 360, Xbox 360, Xbox 360, Xbox 360. So wurden die damals hergestellt und jetzt gibt es alle für die Xbox 360, Xbox One, die neue Xbox Series. Rayman war auch immer geil, ja. Super Mario 64 und Rayman 2 habe ich auf den Nintendo 64 durchgespielt. Mein Lieblingsspiel ist auch Rayman 3. Rayman 3, das habe ich aber auf dem Gamecube mal durchgezockt und auch auf einmal auf der Xbox One. Das hat ultra Spaß gemacht. Mein absolutes Lieblings-Rayman ist Rayman 3. Aber jetzt habe ich Rayman 2 auf dem Nintendo 64 durchgespielt, aber leider, konnte ich das letzte Level nicht durchzocken, weil das Modul da immer abstürzt. Irgendwas spinnt es, ist kaputt. Aber Super Mario 64 konnte ich zu 100% durchzocken. Das habe ich 2022 gemacht. Da habe ich ja kaum irgendwie was von Xbox One gestreamt für euch. Ab und an mal ein bisschen Minecraft. Ja, das habe ich 2022 gemacht. Da habe ich für euch nur Minecraft gespielt eigentlich, aber am PC. Schon mal tiefer. Und war ich gar nicht an Xbox One, weil ich eben 2022 nur N64 gespielt habe. 2 Spiele durch, die ich eben genannt habe. 2 weitere aber nur angezockt.
Das war mein Lieblingsrennspiel, Star Wars Episode 1 Racer. Und Golden Eye, die Welt ist nicht genug. Das habe ich angezockt. Das ist bockenschwer gewesen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine vernünftige Speicherkarte. Ich musste mir sparen. Mühevoll eine neue Speicherkarte besorgen, weil es alle Speicherkarten-Games sind zum Teil. Rayman 2 und James Bond sind Speicherkarten-Games. Da kriegst du nur eine Speicherkarte gespeichert und du musst erstmal diese Technik haben, die noch ganz ist. Ich habe hier komplett ausgenuddelte N64-Sticks und Speicherkarten, die alle nicht mehr gehen, weil sie zu alt sind. Und Module, die nicht mehr gehen, weil sie zu alt sind. Ja, es war ein ganz schöner Krampf. Aber 2022 habe ich im Grunde genommen, also wenn auch nicht alle durch, aber 4 N64-Games gezockt und das ist der Hauptgrund, warum ich nur, warum ich so wenig gestreamt habe, weil ich offline gespielt habe. So, und jetzt starten wir nochmal Conker. Aber es ist heute nur Einführung. Ich laufe mal ins erste Level rein, das war's. Weil dann mache ich schon Mittagessen wieder bald. Ich stehe aktuell 5 Uhr Fuß auf. Was ist dein Lieblings-Rayman-Spiel? Rayman 1 habe ich zum ersten Mal gezockt. Da musst du das Halloween-Video auf meinen Kanal angucken. Von meiner Freundin. Halloween-Video, glaube ich, auf dem Essenskanal. Da habe ich zum ersten Mal Rayman 1 gezockt auf der PlayStation 1. Und da kenne ich das. Ich weiß, wie Rayman 1 aussieht. Dann hatte ich vor vielen Jahren mal Rayman Advance gespielt. Auf dem Game Boy Advance. Das ist ein eigenes Game, glaube ich. Eine eigene Welt. Aber ich kenne jetzt Rayman 1 von der PlayStation 1 von meiner Freundin. Rayman 2 von meinem Nintendo 64. Und Rayman 3 von meinem Gamecube. Von meiner Xbox One. Rayman 1 ist dein Lieblings-Rayman. Ja, ich, humortechnisch kann ich das verstehen. Es ist sehr lustig. Es ist wirklich. Es macht auch Spaß ohne Ende. Aber 2D-Spiele sind nicht so meins. Mochte ich auch in meiner Kindheit nie. Es gibt ein paar 2D-Spiele, die mag ich. Mario Bros. 1, Mario Bros. 3 auf NES, das mag ich. Oder hier, Guns and Ganoulis. Mag ich auch. Weiß ich, ist ja relativ neu für die Xbox One. Aber das war's dann. Mehr 2D muss ich nicht haben. Links nach rechts, Side-Scroller sind nicht meins. Nie gewesen. Und einmal, wenn es richtig gut gemacht ist, ja. Aber ich bin in meiner Kindheit, als die normal waren, und es nicht anders gab, damit nie grün geworden. Und später auch. Aber 3D-Jump-Runs liebe ich. Schachmati! Ach Gott! Oh Gott, ich werde gestalkt von einem Jack-Fruch-Zuschauer. Ha! Hallo! Was machst du denn hier? Das geht gar nicht! Kannst du Schach spielen? Ich habe das Spiel aktuell nicht auf einer Konsole. Aber das Spiel Schach kann ich, ja. Ich würde mich sogar als einigermaßen versiert betrachten. Auch wenn ich vielleicht nicht jeden Trick und nicht jede Taktik kenne. Es gab mal so einen Zug, wie hieß denn der? Das hat mir mein Opa beigebracht, der hat man 2 Zügen gewonnen. Ja, ich habe mit meinem Opa in meiner Kindheit 4 Schach gespielt. Ratchet und Clank kann ich dir wirklich empfehlen. Wenn ich mir das merken soll, schreib's mir in die Kommentare. Dann lese ich später in meiner Glocke und dann google ich nach. Du bist nicht der Erste, der das mal erwähnt hat. Die Namen, also ich habe schon mal so vom Weghören davon gehört, glaube ich. Aber ich selber jetzt keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich glaube, ich habe die Namen nicht zum ersten Mal gehört. Habe deine Antwort gelesen. Irene Stratat. War wie immer außer stiefsinnig. Bin ich in meinem Haus? Ja, habe ich gerade geschrieben. Ja, deswegen komme ich auch jetzt zum Stream. Ich wollte eigentlich schon mal eine Stunde streamen. Aber ich musste den voll meckern. Weil die Leute wissen nicht, wie lange Zerfall durch Witterung braucht. Das bedeutet, die müssen denken immer, es ist, oh, geht alles kaputt, weil es mal reinregnet. Nein, es braucht mehrere hundert Jahre, bis Dachziegel wirklich verschwinden und ein richtiges Problem hat mit einem Haus. Das ist eine Lebensspanne eines Menschen, ist nichts. Deswegen kann man eine Ruine ziehen oder ausziehen, ist nicht viel passiert in 20, 30, 40 Lebensjahren. Und deswegen glauben Leute, die müssen viel Geld in Hauswartung reinstecken. Nein, das ist nur in ihren Köpfen, dass man das muss. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist alles so lassen, wie es ist. Man muss keine Wände verputzen, kein Dach reparieren, keine Fußböden neu fließen, also aussehen wie sie mögen.
Von daher, ich glaube, er hat ja was von Lifestyle geschrieben und dass es hübsch sein soll und so weiter. Nö. Ich fühle mich pudelwohl in zerfallenen Häusern und in richtigen mittelalterlichen Ruinen. Ich fühle mich da pudelwohl. Frische Tapete dran, da sieht einigermaßen geil aus und das war's. So, jetzt aber hier genug Themen im Chat abgehakt, schachspielig und ja, es gibt nichts Geileres als zerfallene Häuser. Wie gesagt, es regnet an einer ganz blöden Stelle rein, wo ich mal ein Loch im Fenster gebohrt habe. Das habe ich durch den Dachdecker reparieren lassen. Danach regnet es immer noch rein, da habe ich jetzt mittlerweile fast runtergestellt. Das muss ich einmal im Jahr leeren. Für die extremen Regengüsse im Sommer und im Herbst. Das war's. Das heißt, ich habe Regenfass hingestellt auf dem Dachboden. Da fängt das auf. Und da schöpfe ich dann immer mit Gurkenglas und schmeiße es aus dem Fenster raus, das Wasser. So handhabe ich das hier mit meinem Dach. Und die meisten zerfallene Wände, also Beton geht gar nicht, der Putz, das ist nur noch Steine und Beton, hat der Vorbesitzer schon vertäfelt mit Holz. Das heißt, es sieht echt nicht schlimm aus hier. Man kann es fast als Wohnung bezeichnen. Also sogar für eine Durchschnittsperson kann man das hier noch als Wohnung bezeichnen. Sieht ganz okay aus. So, jetzt mache ich erstmal diesen Bildschirm aus. Und gucke, ob ich jetzt ein richtiges 4 zu 3 Format kriege. Jetzt haben wir es 12 vor 7. Ja, ich weiß, dass es obszönen Humor enthält. Leck mich. So. Für Erwachsene ist das Spiel übrigens nur. Ich glaube ab 16 oder so. Das Spiel doch ab 18. So, das sieht doch schon viel besser aus. Noch viel mehr vom Bild. Also, ein alkoholkrankes Eichhörnchen schwappt am Sensenmann vorbei in eine Kneipe und wird in ein Abenteuer gegen seinen Willen in ein Abenteuer hineingeschlittert. Da das Eichhörnchen auch für Geld alles tut, lässt es sich darauf ein. Das ist im Grunde genommen das ganze Spiel. Ein völlig seltsames, verrücktes Abenteuer mit vier Filmparodien. Hast du das letzte Gewitter mitbekommen? Ja, deswegen konnte ich nicht pennen. Ich penne doch aktuell im Bad neben meinem Klo. Das heißt, ich habe meinen Kopf auf dem Klappbett direkt neben dem Klo liegen. Und da ist der Abfluss hier, der Abfluss lang von meinem Hof. Das heißt, das ganze Wasser, was runterkommt, fließt durch mein Bad. Und das war nicht wenig. Aber man hat es auch durch Doppelwände gehört. Durch zwei Wände hat man es gehört. Und das floss und floss und floss. Es war so 21 Uhr, bin ich ins Bett, weil ich den nächsten Tag zum Geburtstag meiner Freundin musste. Und ich habe es noch gehört, als es anfing. Bin dann aber auch immer eingepennt. Und dann ist mein Fass aber voll geworden auf dem Dachboden. Und dann läuft das so ein bisschen über mein Regenfass. Und dann läuft das durch so eine Betonritze, durch die Decke hindurch. Und tropft dann auf meine Flurtreppe. Das nervt ein bisschen, wenn ich das Regenfass nicht rechtzeitig leere. Das ist dann übergelaufen. Durch solche extremen Gewitter. Deswegen muss ich die nächsten Wochen mal hoch und mein Regenfass wieder leer machen. Das ist der einzige Nachteil von so einem Haus. Aber hey, es kostet nichts. War da in meiner Gartenlaube und habe versucht, die Pflanzen zu schützen. Ich habe dieses Jahr übrigens auch Gartenbau betrieben. Hab was gebastelt auf meinem Hof, was meine Zuschauer noch nicht wissen. Und da hat das Gewitter auch ein bisschen Erde rausgeschwemmt aus meinen neuen selbstgebauten Blumenbeeten. Eigentlich habe ich einfach Schrankschubladen genommen und Erde reingemacht. Das war auch nicht gut für den Regen. Aber die Pflanzen haben es alle überlebt. Ich baue ja nur Giersch an. Das Zeug ist safe, Jungi. Was hältst du von modernen Spielen, die bei der Jugend populär sind? Wie Valorant und League of Legends. Das ist die vollständige geistige Verdummung der Menschheit. Valorant sagt mir nichts, aber League of Legends. Ich hatte meinen Kumpel, beziehungsweise ich habe ihn noch, man könnte ihn auch als Kumpel bezeichnen, auch wenn unser Kontakt aktuell eingeschlafen ist, die letzten 1, 2, 3 Jahre. Aber ich habe einen Kumpel, der spielt League of Legends. 25 Stunden am Stück. Danach legt er sich 16 Stunden schlafen, dann spielt er wieder League of Legends. 25 Stunden am Stück. Ich durfte da zuschauen. So über Skype, als auch bei ihm live zu Hause, über seine Schulter gucken. Ja, du drückst Knöpfe und haust irgendwo drauf.
Das sind keine Spiele. Das ist Schach ist ein Spiel. Das fördert den Geist und das Gehirn und die Neuronen und die Verstrickungen und die Muster und das. Aber sowas, wo man den ganzen Tag nur einen Knopf drückt und irgendwo draufhaut, wo es keine Taktik gibt, keine Kreativität, keine Rätsel. Oh, ich liebe die 90er-Jahre-Rätselspiele. Resident Evil, Zelda. Die machen Spaß. Das waren knackige Rätsel. Aber wenn du heute durch einen Zelda läufst oder heute durch einen Resident Evil, da musst du auch nur noch draufhauen und irgendwas töten. Oder viele Stunden irgendwas suchen in der Umgebung. In Höhlen, in Häusern. Du suchst und suchst und sammelst und sammelst und sammelst und sammelst. Ist ein bisschen anspruchsvoller als einfach nur draufhauen und irgendwas töten. Ach, stundenlang mit vielen Effekten und bling bling. Aber weit weg von der Kreativität, wie zum Beispiel dieses Spiel hier, was auch aus den 90ern ist. Schach empfindest du als geistige Verdummung? Krass. Für mich ist es auf jeden Fall anspruchsvoller, als irgendwo drauf zu hauen. Weil Schach wenigstens eine Strategieanspruch hat. Aber sag mir doch mal, warum du es auch für eine geistige Verdummung hältst. Nee, kann ich gar nicht nachvollziehen. Schach ist Strategie. Es ist Knobel, es ist Rätsel. Das ist genau mein Fall. Aber wie dem auch sei, fangen wir mal an. 12:12 Uhr. New Game. Hoffentlich schaffe ich noch einen ersten Speicherort. Microsoft Studios, bestimmt nicht. Rareware, wenn ich bitten darf. Junge, die Auflösung. Die Auflösung ist dramatisch. Auf meinem Full-HD-Fernseher. A Rareware Game. Darin Conker und Barry. Ja, Barry ist seine Freundin, glaube ich. Muss ich was drücken oder geht die Sequenz von alleine weiter? Klar ist in der Hand. Schöner Transparenteffekt für das Nintendo 64. Da sitzt er als König auf seinem Thron, daneben seine Freunde. Well, there I am. Conquer the king. King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who were those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. And what a day that was. It's what I call a bad fur day. Also, wer den Anfang nicht versteht, im Grunde genommen ist das das Ende. Und er erzählt jetzt die Geschichte, was ihm passiert ist. Und er sah ziemlich abgefuckt aus und seine Freunde sahen auch ziemlich zerbrochen aus. Jetzt erzählt er, was er erlebt hat. With a couple of the guys, and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, I'll see ya.
Love you. I think she bought it. Conker, put the phone down. Right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Can someone lend me a fiver? I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. I gotta go home. I'll go this way. No, that's the toilets. I'll go this way. Yeah, that's better. Oh, it doesn't look too good tonight. Ooh, hang on a sec. So schön. Sorry about that, old chap. Gotta go. Can't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. This way, I suppose. Wenn die Sequenz vorbei ist, kläre ich euch mal auf, was hier gerade los ist. Läuft sich, wie er ist, neben Stock besoffen. Ja, die Ausgangssituation dieses sehr kreativen Videospiels ist folgende. Ein alkoholkrankes Eichhörnchen stapft in eine seltsame Situation. Ein Pantherkönig hat ein kaputtes Tischbein. Und die einzige Lösung, dieses Problem zu lösen, ist, sich ein Eichhörnchen zu schnappen, es zu fesseln und als Tischbein zu verwenden. Das ist die Ausgangssituation der bösen Seite. Des Weiteren habe ich festgestellt, und ich kann mir die Begründung dafür gut vorstellen, dass die englische Version des Spiels genommen haben. Und zwar war die schon mal auf dem N64 nur komplett in Englisch. Die wurde dann für die Xbox 1 eingedeutscht. Wir haben nach wie vor Englisch gesprochen, aber mit deutschen Sprechblasen.
Und hier auf der Xbox 360 Version haben wir aber wieder englische Sprechblasen, was wohl daran liegt, dass die das grafisch nochmal überarbeitet haben, aber das nicht mit der deutschen Version verbinden konnten. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, die einzige deutsche Version, die es hiervon gibt, ist die Xbox 1 Version. Da muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwie bekomme und nochmal irgendwo einlegen kann. Weil nur ein bisschen schärfere Grafik am Eichhorn brauche ich jetzt nicht für mich. Diesen B-Knopf, drücken wir drauf. Ja, das Problem ist, dass der Stick genau falsch herum geht. Nein. Ich habe Geist gesehen. Ich habe gerade einen Geist gesehen im Chat. Hi UFO, du existierst? Ich habe dich in den letzten Jahren gefühlt 6 Millionen Mal, vielleicht waren es auch nur zweimal, in Twitch angeschrieben, kam keine Antwort. Aber falls du es wirklich bist, hi. Du existierst. Ich bin's, hab jetzt einen Garten. Warst du da die letzten Jahre tätig? Warst du deswegen so schweigsam, wenn man dich anspricht? Oder generell abwesend in Kommentaren, in Livestreams und selber bei Streams? Erzähl mir doch gerne von deinem Garten, während ich ja weiter mich mit dem Eichhorn quäle. Also wie schon gesagt, leider nur in der englischen Version. Das Gute ist, ich bin des Englischen viertelwegs mächtig. Und da ich die Story schon kenne, weil ich das Spiel schon zweimal durch habe, das ist auch nicht so tragisch. Schade ist es trotzdem. Weil manchmal geht durch das Englische, auch bei mir im Eifer des Gefechts, manchmal ein bisschen der Kontext verloren. Und deswegen, ja, kriegt man den einen oder anderen Gag nicht so ganz mit. Im Inhalt schon, aber nicht unbedingt die Gags. Möhren, lecker. Es ist echt geil, mit einem besoffenen, alkoholkranken Eichhörnchen durch die Gegend zu laufen. Muss jetzt weg, aber melde mich die Tage mal wieder. Streamst du noch bei Twitch? Ja, ich stream noch bei Twitch. Ich bin ja gerade bei Twitch. Ich mache noch mit Restream auf beiden Plattformen gleichzeitig. Meistens streame ich auch nur Minecraft. Das heute ist eher eine Seltenheit, dass ich mal wieder der Konsole angeworfen habe. Ich habe in ganz 2022 nur Minecraft gespielt, gestreamt und N64 offline. Ohne es zu streamen. Das war mein 2022. Nur Minecraft online am PC und N64 offline. Das habe ich gemacht. Das heute ist eine Ausnahme. Das habe ich mir schon 2020 vorgenommen, für euch anzufangen. Na gut, dann bis die Tage. Hello. Can you help me? I need to get home and go to bed because I don't feel very well at all. Baby. No. So, you can't help me you at can't all. help me at all. Actually, yes, I can. Maybe. Okay. What's your name? Beardy. Beardy? You haven't got a beard. No. Birdie. I scare birdies. Okay, Birdie. Can you help me? Right. Let's step over here. Sehr kräftig hauen. Muss beim nächsten Mal unbedingt meine Anlage lauter stellen, bevor ich losspiele. Ist ein bisschen sehr leise alles. Aber ich habe gern Farbbedienung für das Ding. Die ist irgendwo. Deswegen ich hier jetzt nicht lauter stellen kann. You see those buttons? Actually, you'll find that they're called context sensitive. And well, actually, press B. Press B. Oh yeah, the light comes on.
And it makes a nice ting. Where's that ting noise? You guys ting. The lock ting. That's it. That's it? Yeah. Okay, I'll press B. Ja, Heinz Bingmar soll ich B drücken. Sehr lustig alles, wie es darstellt, die Schauspieler. Vogel schaue ich jetzt übrigens nach Hause gesoffen. So, what does that mean? It means contact sensitive. It's sensitive to contacts. Try it over there. Okay. Or you could try it again. Fack of Grouts. Nee, Fack of Grouts. Grouts. Was auch was Fack heißt? Also, ein kontextsensitiver Befehl ist, wenn ich B drücke, wenn es Bing macht. Das soll alles wohl Humor sein, aber das macht mich wahnsinnig. Dass der Stick nicht einstellbar ist. Ich kann nur raus. Boah, das ist eklig. Die Kameras macht man heute anders schon. Ach stimmt, ich muss den anderen Knopf und B drücken. Damit ich wieder fit werde. Und vorher kann ich auch nicht schwimmen oder so. Ja doch, ich kann schwimmen. Ich will trotzdem auch mal die Kopfschmerzen wegkriegen. Jetzt trinke ich, ich glaube, Milch oder sowas. Oh, just what I needed. In fact, it would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. Oh, I see what he means. Context sensitive. Clever. Oh, I feel loads better. Right, let's get out of here. Oh, and by the way, if for whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, then just press the L button. But you will have to have watched them at least once. Nö, wir lassen die aufspringen. Jetzt kann ich vernünftig laufen. Vor allem die Aktionen waren damals im Spiel extrem begrenzt. Das konnte fast gar nichts. Während Tails mit seinem Schwanz und Raymond mit seinen Ohren fliegen kann, der kann das nicht, der kann hupen. Hupen und schlagen, das war's. Mehr kann der in dem ganzen Game nicht. Das ist die einfachste Steuerung aller Zeiten und trotzdem ist das Spiel umfangreich und abwechslungsreich. Der hält nämlich während bestimmter Bosskämpfe und bestimmten Tastenkombis mal die eine oder andere Spezialaktion. Oder wird auch ein ganz anderes Wesen mit ganz anderen Fähigkeiten. Aber die Hauptfigur, der kann die ganze Zeit, glaube ich, nur springen, lustlos hauen und ein bisschen schwimmen. Das ist so genial wie einfach. Oh, I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Tja, wo gehe ich jetzt lang? Ah, yes, now I remember. Hold the Z button down, and I should crouch. Now then, what was it? Oh yeah, press A to jump extra high. Then A again to do that funny helicopter tail thing. And that makes me hover. I should easily get it. Okay, vielleicht kann er hochfliegen, ich hab mich geirrt. Aber meiner Erinnerung nach hat er echt wenig Aktionen drauf. Are you sure you got yes, that? Kann er wirklich fliegen?
Oh Gott, er kann's. Ich hab nichts gesagt. Er kann doch fliegen. L. Und springen. Okay. Er kann doch ein bisschen fliegen. Auch er schon so gebaut, dass er runterfliegen kann. Aber ich glaube, es ist egal, weil beide Wege führen am Ende sowieso in die Hauptwelt. Boah, die Kamera macht mich wahnsinnig. Weil ist in jedem Videospiel heute genau andersrum. Wenn ich nach rechts drücke, muss die Kamera nach links gehen und umgedreht. Und wenn ich nach rechts drücke, geht die Kamera nach rechts. Ich klappe die Tür jetzt später im Game auf. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwo nicht mehr hinkommt. Weil man kommt überall nochmal hin. Und welche Gänge jetzt verschlossen sind, die stehen dann später einfach aus. Man kann sie also nicht quasi verlaufen, auch viel falsch machen. Das ist ein ganz simples Spielprinzip. Und die Kamera, die macht mir ein bisschen wahnsinnig. Bisschen ist gut, die macht mir extrem wahnsinnig. Ah, this guy. If you think you're coming this way. Oh, you're a real charmer. I just want to get past, please. No. Wenn du denkst, dass du hier lang kannst, dann denk nochmal. War ein schöner Gag. So, I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Gets right up your ass, you know. Thought it was about time to move on to a bridge, say. And I'm not moving now. Isn't it a little bit early in the day to start talking about Gothic architecture? Well, if you care to come a bit closer, we can discuss things of another nature. Ja, wenn ich dir jetzt zu nahe komme, würde ich Roma werfen. Trotzdem riskiert. Hier hinter diesem Gitter ist ein Geldschein. Den hole ich mir später. Kate ruft einen übrigens ständig, dass ich es haben soll. Aber wir kommen da später nochmal hin. Wir müssen da ja später sogar nochmal hin. Es gibt also keinen Ort, den man verpassen könnte, weil jeder Ort, der programmiert wurde, da muss man früher später auch hin und kommt auch früher oder später wieder hin. Das ist nur sehr schade, dass es komplett in Englisch ist. Es hat mir viel Spaß gemacht, dass ich das damals nochmal in deutschen Sprechblasen lesen konnte. Ja, das ist halt comicartig gemacht, deswegen Sprechblasen überhaupt. Deswegen sind ja im Englischen Original auch Sprechblasen. Ja, und schon bin ich wieder hier. Ein Kreislauf, wie ihr seht. Ah, die Kamera ist ja mal. Oh. Ach, ist die Kamera eklig. Das hätten sie umprogrammieren können. So ein gutes Spiel. Und dann so eine Kamera. Ey. Oh. N64 Zeiten halt, ne? So ein Helium ist auf mir. Um zu ärgern. Statt Bier. Ich freue mich aufs Bier. So ein schönes Leben wie ich auch habe. Ach ja, und es ist blutig, das Spiel. Also es ist so blutig, das kann ich gar nicht vorstellen. Wie blutig das später noch wird. Es gibt nämlich ein Vampir-Level. Das ist so übertrieben blutig. Das Worte fehlen, es zu beschreiben. Ich will auch nicht spoilern. Schaut einfach die nächsten 3 Jahre am Stück jeden Stream, dann seht ihr's. Ich werde Conquer für euch in Tor wahrscheinlich bei durchspielen. Und parallel könnte ich mir vorstellen, es nochmal mehr auf Nintendo 64 zumindest mal anzugucken. Die damalige Grafik. Ich glaube, die haben an einer Stelle die Schwierigkeitsgrund geschraubt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Es kann auch sein, dass ich die eine Stelle neu hinbekommen habe, weil alles geruckt hat damals auf N64. Oh nein! Au. Also brauchen wir ein paar Vorstellungen, ne? Das ist schon die erste Herausforderung. Ich kann doch fliegen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab das nämlich anders schnell geworfen. Aber egal. Prinzipiell kann man trotzdem noch springen und hauen. Was so allgemeine Funktionen und Fähigkeiten angeht. Kann man das Ding da greifen? Nee, kann man nicht. Warum? Ja, Geld, ich hole dich später, ich vergesse dich auch nicht. So schön mal auf Bonkers zu spielen. Und schreibt mir gerne nachträglich in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob einer von euch überhaupt Conker kennt. Also Conkers, Bad, Birdie und Bar. Und die noch mit Nintendo 64 Spiel, was ich gerade zocke. Und das habe ich dann, ja, das habe ich ja, ach scheiße. Das habe ich ganz 2022 halt gemacht. Weil das die besten Spiele sind, wo es gibt. Und ihr seht gerade, wie sich jemand drüber stellt. Das ist das Schwierigste. Obwohl die Steuerung schon sehr gut ist, also sehr präzise für damalige Verhältnisse. Aber ich stelle mich trotzdem manchmal dumm an den Fall irgendwo noch. Und ich werde alt. Da hat man eine Reaktionsfähigkeit von Senf. Schöne Brücke. Ah, das Problem ist. Ja, genau das. Ich hasse diese Stelle. Das Problem ist, dass dieses Spiel seiner Zeit voraus war. Das heißt, wir hatten damals Schwierigkeiten, das technisch umzusetzen, weil ständig Speicherplatz fehlt hat. Das heißt, wir müssen mit sehr einfachen Mitteln unglaublich großes Game herstellen. Deswegen ist die Grafik auch relativ schwach. Weil das Game riesig ist. Ich kann jetzt nicht sagen extrem lang, aber es gibt doch extrem viel zu tun. Es könnte sogar länger sein als die beiden Banjo-Kazooie-Spiele. Dann müsste ich mal nachrechnen, wie viele Stunden ich dafür gebraucht habe. Nein! Da will ich mich noch einen Baum abstürzen sehen. Und ähnlich wie Rayman 2 hat auch Conker eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Teilweise skurril, teilweise sehr heimisch. Sonst lustig wird es, wenn ich später dann gegen einen Kackhaufen kämpfe. Aber mehr will ich nicht spoilern, die ganzen Filme möchte ich eigentlich nicht verraten, die es parodiert. Aber ich kann mal so ein ganz kleines bisschen anteasern. James Cameron wird auf die Schippe genommen. Nicht er persönlich, aber einer seiner Filme. Bin mir nicht ganz sicher, ob George Lucas dabei war. So,
Da wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht an den Gargoyle vorbeikommen. Naja, lass mich mal in Ruhe. Mit dem Oberschalter. Die kann man nicht sehen, die kann grafisch aus der Distanz nicht dargestellt worden werden. Das war auch nur damals in den Nintendo 64 Zeiten so. Also, das Spiel ich hat zu spielen, weil sie da ist natürlich. Unterforderung von der Konsole, aber das macht nichts, der Sport froh. Der Prozessor weniger takten ist. Ist trotzdem ärgerlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie meine Xbox 1-Version verkauft von dem Spiel. Wenn ich gewusst hätte, dass diese Version nicht deutsch ist. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber das macht nichts! Es ist ja nicht weg von dem Planeten. Man kommt ja wieder ran. Ich muss nur gucken, ob ich die Xbox 1-Disk auf der Xbox One abspielen kann. Manche Disks gehen, nicht alle. Muss man mal gucken. Oder man kann sich die Xbox 1-Version eventuell auch noch vom PC holen. Da habe ich mir auch noch nicht die Mühe gemacht. How does she do that? Da habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, Controller anzuschließen. So, zu gucken, wie man es am besten macht. Das wollte ich schon ewig mal machen. Controller am PC. Ach, da läuft ein Schlüssel mit Augen. In den Raw-Universum. Hang on. Something missing here. Didn't I have a... Ah. Yeah. Try pressing B and see what that does. Einer der Rauhumore ist, alles in jeden Augen zu verpassen. Also eigentliche leblose Gegenstände. Are you sure you got Ja. that? Ich muss B drücken, wenn ich das Vieh einfangen will. Oh, ich habe eine Bratpfanne zum Hauen. Stimmt, da war noch was. Ich muss den Schlüssel mit seinen Augen also ein oder rüber geben. Hier ist die Kamera nicht invertiert, das macht mich wahnsinnig. Und das Spiel ist knifflig und fummelig. Der Schwierigkeitsgrad entsteht halt durch sowas, ja. Durch Fummelei und durch Rennen und Herrennen und runterfallen. Aber an sich ist das Spiel nicht extrem schwer, auch wenn ich es in den 2001er Jahren als extrem schwer empfunden habe. Das war damals auf dem Nintendo 64 mit seinen Slowdowns. Das heißt, die Grafik hat geruckt und gezuckelt, teilweise, durch die Überbeanspruchung des viel zu schwachen N64-Prozessors. Mit 92 MHz, ja. Musste man ganz schön fummeln. Also da wurde es fast unspielbar. Aber in den neuen Versionen, wo alles flüssig läuft, ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich Pillepalle. Ich hab einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann ich nicht springen und nicht hauen. Jetzt bin ich wo ein Jahr, nur um wieder rauszugehen. Was ist das für ein Sinn? Na mal gucken. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ab wann man speichern kann. Wie das damals lief. Und Nintendo 64 war schon die Zeit, wo man das ja überhaupt erstmal speichern konnte. Sind die Haare noch? Naja, okay. Ich glaube, ich muss den jetzt mit der Bratpfanne einen über den Deckel geben. Aber das muss man schon mal hinkriegen. Eine Stunde streame ich jetzt schon für euch. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Immer schön, dass Zuschauer drin. Wer ist denn noch wach? Wer guckt denn noch zu? Drei Zuschauer hatte ich ja jetzt schon. Das ist schon fast ein Rekord. Das habe ich jetzt auch nicht jeden Tag.
Die meisten Leute sind ja auf Arbeit. Es müsste ja Woche sein, oder? Haben wir Woche oder Wochenende? Ich glaube, wir haben Woche, ne? Heute ist Woche. Da wir Woche haben, sind die Uhrzeit gar nicht so viele Leute unterwegs, weil der eine oder andere ist ja doch noch so zurück zu arbeiten. Brauche ich den Schluss ja noch mal? Gott, die Kamera, total weit schon. Das ist mir noch lange. Ne, hätten wir bestanden müssen. Fahren die eindeutig durch und durch. Ha, dann versuche ich jetzt das Monster zu hauen. Oh, so. Ach. Ach, das sind aber interessante Ladezeiten. Zack. Dann ist der Raum geladen. Na gut, doch ein bisschen dauert. Oh, nein, 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 nein! Ihr seid schuld. Okay, ich merke gerade, keiner war. Sonst hättet ihr geschrieben. Ich bin komplett auf das Spiel jetzt konzentriert. Ja, genau. Mit der Tür lernt man quasi mit Bratpfannen zu schlagen. Und danach soll man den Gargoyle da oben einen runterhauen. Das ist ganz schön knifflig, das ist wirklich. Steuerung macht's knifflig. Aber das Spielerlebnis. Die Atmosphäre und die Abenteuer machen das alles korrekt. Conker ist eines der besten Spiele, die existieren. Eben noch von derselben Crew, die Banjo Kazooie 1 und 2 gemacht hat. Danach hörte das auf, hat eine eigene Firma gegründet. Und danach, ja, gibt es RAR eigentlich nicht mehr. Eigentlich gibt es die Firma RAR seit 2001 nicht mehr. Gibt zwar bis heute und sterben bis heute Videospiele her, aber da die kreativen Mitglieder alle gekündigt haben und die eigene Firma Free Radical gegründet in 2001 rum oder schon 2000 teilweise, gibt es im Grunde genommen seit 2001 kein RAR-Spiel mehr, keine RAR mehr und Conker ist das letzte Spiel gewesen, das je programmiert wurde. Alles danach war bei neuen Leuten und hat bei weitem nicht mehr so viel Spaß gemacht. Bei weitem nicht mehr so guten Humor. Die Wand zu ein bisschen. Ah, es geht doch nicht so, wir sind ein Clipping-Bilder. Was mache ich denn? Warum hat denn jetzt nicht gehauen? Ah, ich verstehe. Da wurde, glaube ich, jetzt. Das ist eine Art Clipping-Fehler. Also, weil ich so an diesen Monster vorbeigeschliffen bin, nach rechts gedrängt und so abgestürzt. Oh, das kann ja wahnsinnig machen, da jetzt jedes Mal runterlaufen zu müssen. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, man muss sich ranschleichen, dass der pennt und dann ganz gemütlich eine überzwiebeln. Im Match Kappe, was ist, was du bist? Im Medikaspe. Das ist eine Medikaspe. Hi, Holy, und schön, dass du existierst. Es hat mir auch keine Freude bereitet, mich mit dir die letzten Wochen auf Discord zu unterhalten. Bitte, bitte, bitte hör doch auf, mich mit irgendwelchen Links zu spammen. Von Dingen, wo ich nur auf jeden hundertsten Link draufklicke und das dann meistens nichts für mich ist. Es ist ganz selten, dass ich mal sage, oh, interessant. Aber bitte lass das. Und vor allen Dingen, ohne mir mitzuteilen, warum das der Inhalt ist. Bitte, bitte, bitte lass es. Du kannst mir alles schreiben, mich alles fragen, mit dir über jedes, mit mir über jedes Thema unterhalten, aber hör auch bitte auf, mir Links zu schicken. Jetzt muss ich dich noch auf Discord packen.
Aber schön, dass du dich zum besten Videospiel aller Zeiten, Coco's Bad Fur Day, zu mir eingefunden hast. Meine Frage, kennst du das Spiel? Hast du es jemals irgendwo gesehen, gehört, gespielt, angeschaut? Jetzt schleiche ich mich an den Schlafenden. Wir hoffen, das meine zu senden. Wie traurig und liebevoll gucken. Na super. Weiß ich also nicht, was hier war. Oder jemand sein wird. Und sag mal, was ein Medikasper ist. Medikasper vielleicht? Au. Aber wenn sogar zu mir hätte es sich gelohnt, um solche Ecken hier zu gucken. Da gab es noch versteckte Dinge auch. Bei Conquest Bad Fur Day haben sie darauf verzichtet. Was mir damals zugute kam, weil ich kann mir die ganzen Stellen eh nicht merken. Oh nein. Nicht hier unten, wo der Gargoyle ist. Da möchte ich auch nicht hin, du. Der liebe, liebe Gargoyle. Oder? Ist der weggespawnt. Ich wollte doch mal was nachgucken.
So schreibt Arnold. Ich muss essen. Ich habe selbstgemachten Kartoffelsalat mit Sahne. Merkst du was? Und Erdbeere und abgebackten Salat und Steak und Barmi Goreng. Und letztens aß ich das schärfste Ramen jemals. Das schärfste was? Ramen? Grüne Pfefferkörner. Okay, sollte man vielleicht nicht essen, wer weiß. So Leute, Band tue ich jetzt zwar noch nicht, aber ich spiele gleich weiter, das wollte ich nur sagen. So, na gut. Spielen wir weiter. So, den Gargoyle hätte ich mit Bratpfanne besiegt. Ja, das schon. Das ist geil, oder? Besoffenes alkoholkrankes Eichhörnchen. Besoffene Vogelscheuche. Bösartig lustiger Gargoyle. Und eine Bratpfanne. Muss man schon drauf haben? So ist es. Tanja! Ja, Hallöchen, Jahre nicht gesehen. Ja, das ist, weil du meinen YouTube-Kanal nicht verfolgst. Da bin ich jede Woche. Wir haben so einen Bubble-Tea-Laden in der Fußgängerzone. Und da hausen Chinesen drinne. Und die verkaufen so exotische Rahmenpackungen. Okay. Schick mir mal ein Foto in Discord. Ich habe jetzt ein kabelloses Headset. Geht aber nur mit der neuen Xbox in 2 Monaten. Kommt in 2 Monaten schon wieder eine neue Xbox raus? Gott, ich habe mich gerade schon an die Xbox One gewöhnt. Wie heißt die Xbox, die rauskommt? Wirst du sie haben? Ja oder ja? Tanja, du bist übrigens heute schon der 5. Zuschauer. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber UFO, mein LP, war vorhin hier und hat mich angeschrieben. Kein Scherz. Geil, oder? Der UFO-Mann ist back. Das heißt, er hat sich schon mal vorangekündigt, er wird bald wieder auftauchen. Der hat einen Garten. Da hat er keine Zeit für uns gehabt. Zumindest interpretiere ich das in die Aussagen hinein. Ja, der UFO-Mann. Bedeutet nichts Geringeres, außer dass ich heute 5 Zuschauer hatte. Da hat man glatt Bock, morgen nochmal zu streamen. Soll ich morgen nochmal streamen für euch? Dann würde ich aber eher anfangen. Ich will schon um 9 anfangen oder um 8. Könnt ihr euch das merken? Wollt ihr, dass ich morgen nochmal streame? Lust hätte ich. Was schreibt denn ihr? Oh Gott, hat er viel geschrieben. Ramen sind Nudeln mit Supp. Du meinst Rahmensuppe. Ist es quasi Soße, mit wo man Sahne reinmacht oder irgend sowas? Mein Haustier seit 6 Wochen ist Pac-Man-Frosch. Pac-Man-Frosch? UFO lebt, ja, UFO lebt. Er existiert. Er ist noch nicht von uns gegangen. Er war im Dschungel. Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil und hat den grünen Smaragden gesucht und er liebt das Smaragde. Das habe ich mir gemerkt. Aber nein, ja, also er existiert und hat jetzt einen Garten. Ich habe noch die alte, ich meine Serie X. Die ist alt. Ich habe eine Xbox One hier stehen und versuche erstmal meine Xbox 360 zu verkaufen. Und meine Xbox 1. Wie viel bedeutet. Der Spack, ne? Reagiert nicht auf mein Discord-Spamming. Warum nur? UFO meinst du?
Was heißt denn Spagner? Ich hatte mit Gabel, Kacken und Tonverzerrung. Echt jetzt? Das ist krass. Nein, ich hab die One noch. Ich arbeite sogar nur mit Kabel. Aber ich habe auch kein Headset dran. Kann man das sehen? Einigermaßen. Muss ich mal gucken, mein Stream ist immer extrem zeitversetzt. Ja. Weil mir Funk wäre nicht sehr gut tun. Aber dann hätte ich mir einfach ein anderes Kabel-Headset geholt. Und da kann man sich im Internet oder auch in diversen Zeitschriften informieren. Die machen immer so Tests von so Zubehör. Und da kannst du gucken, was die für eine Qualität haben. Das muss nicht an der Kabeltechnik als solches liegen, sondern kann an den Hersteller oder sogar nur an diesem einen Headset gelegen haben. Da muss man mal genau schauen bei Technik. Ich kann sogar meine Xbox gar nicht mehr mit... Nein, ich hatte Headset, das in dem Controller liegt. Ja, das Stöpsel mal unten an, ne? Jo, auch per Kabel, ne? Das hat ja zwei Anschlüsse. Das eine sieht so ein bisschen aus wie HDMI. Aber ich weiß nicht mehr, was es sein soll. Und das andere ist normale Klinke. Ja. Aber ich könnte gar nicht mehr kabelloses Headset dran machen. Weil ich habe auf meiner Xbox One eine Platine ausgebaut, die funkt. Die konnte man nicht abschalten, habe ich es ausgebaut. Und seitdem nur noch Kabelcontroller. Und wenn ich mit Headset arbeiten würde, auch mit... Aber wozu mit Headset arbeiten? Aber Soundanlage ist doch viel schöner. Flog gerade ein Adler an meinem rechten Ohr vorbei. Das ist echt mega. Oh, da ist ja der Gargoyle. Der ist noch da unten. War nicht mehr so ernst am Leben, ne? Ja, lustig, wenn jetzt solchen Gargoyle das Gitter hier aufheben wäre. Der Gargoyle ist erledigt. Okay, Sicht mehr irgendwie. Was sind deine Augen, glaube ich. Oder sein Kopf. Ja, UFO hat auch mir nicht geantwortet, Holy. Ich habe ihn auch zweimal angeschrieben. Oder einmal, mindestens einmal. In der ganzen langen Zeit. Wo er jetzt 2 oder 3 Jahre offline war. Ne? Ja, so schnell vergeht die Zeit. Ich habe gefühlt gestern, und es war Sommer 2020, angekündigt, dass ich Conquer spielen werde. Und zack, so ist es. Nur 3 Jahre später, Sommer 2023 spiele ich jetzt. Ist das nicht unglaublich, Leute? Aber eine schöne Sache möchte ich euch noch zeigen. Das ist nämlich die Anzeige für die Energie. Das möchte ich noch machen, bevor ich heute aufhöre. Ich werde wohl kaum länger als 2 Stunden streamen. Das liegt daran, dass langsam Mittagbrotzeit ist. Unglaublich ist das, mein Pac-Man-Frosch meist um 6 Uhr quakt. Okay, spannend. Mach mal ein Foto davon. Zeig mir das in deinem nächsten Stream. Ach ja. Die Kamera macht mir wahnsinnig. Die ist verkehrt herum. Die muss invertiert sein. Im Gang sein. So. Plunger with dynamite. I think I know what's gonna happen. Genau, da alles komplexer bei über die B-Buttons geregelt ist, muss man ihnen nichts 1 Million Dinge beibringen. Da kann man im Grunde genommen nur hauen und springen. Aber speziellere Aktionen hier über B. So ein kleines Level eigentlich nur, ne? Ist auch richtig schwierig zu meistern. Ja, auch der Sonnenblumen am Augen.
Und dann la 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 la, seht ihr sie? Unglaublich. Was sagt sie? Das ist eine Sonnenblume. Sie tanzt. La la, die Pilze auch. Die Pilze haben keine Augen, aber Sonnenblumen haben Augen. Barrow hat immer alles Augen. Das ist rauer Humor. Alles hat Augen. Nicht unbedingt ein Gesicht, aber Augen. Alles, was Pflanzen ist oder eigentlich nicht lebendiger Gegenstand, hat in diesem Spiel hier Augen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare oder jetzt in den Chat. Zwei Funktionen wurden mir beigebracht. A. Schlüsselfang, B. Bratpfanne. Das ist das Schloss vom King. Professor, welcome. I have a job for you. As you can see, the table. The table? Ah, yes. Sorry, I spelled the note again. No, that's not good, not good. Let me have a look at it for you. Yes, I think I see the problem. I will see what I can do. She must give me a moment, though. I'll come back later. Don't be too long. I will be as quick as I can, sir. Because we know what happened last time. On it well, on it well. I'll go now. I don't want to have to get the duct tape out again. Yes. Wait, no. And I don't want you to get the duct tape out again. Goodbye. Goodbye. Also würde ich doch wieder das Bein reparieren können, darfst du Leben nicht vergessen. Duct tape? I'll give him a duct tape. Asshole. Come down here, I'll show him what the duct tape is, I'll show him where to stuff it. Stupid All I do all day is trying to sort his stupid problems out of the asshole. Anyway, so what were we? The milk, the table. What shall we do with this? Clean slate, yeah, clean slate. Anti-gravity chocolate is kind of working. Er hat die Antigravitationsschokolade erfunden. Sie hört mir als nächstes. Deine Freundin hast du noch, oder? Ne, die habe ich verkauft. Interessant, dass du mir das einfach nur noch fragst. Kann ich nur tust, fragen auch andere. Genau, diese Antigravitationsschokolade ist die Lebensenergie des Eichhörnchens in diesem Spiel. Und jedes Mal, wenn er die isst, schmatzt das so laut und klingt so lecker, dass ich das Bedürfnis habe, Schokolade bei dem Spiel zu essen. Deswegen habe ich mir Schokolade neben mir gebackt, die ich gleich vor euch essen werde. Natürlich habe ich meine Freundin noch. Wir haben erst einen 6-jährigen Hochzeitstag gefeiert vor ein paar Tagen. Wir hatten unseren 6. Hochzeitstag. Und, ja, das hat jetzt im Juni stattgefunden. Meine Freundin ist jetzt im Juli auf Reisen sehr viel. Und weil sie relativ viel auf Reisen ist, zu sehen auf ihrem Kanal, davon vloggt sie hier und da mal was, hat heute auch schon was hochgeladen, da sie jetzt hier auf Reisen ist, Junge, mach mich aber ganz dick im Bild nervös. Hab ich jetzt im Juli frei von der Beziehung. Wenn man so will. Jo. Das ist schön. Wir haben beide Spaß. Sie auf ihren Reisen und ich auf meinen Nichtreisen. Wie du siehst, schon habe ich wieder Zeit zum Streamen. Unglaublich, ne?
Wie früher, als ich noch Single war. Gut, jetzt hört mal auf das Geräusch, wenn Conker Schokolade frisst. Ich mach's mal extra laut. Nee, Moment, funktioniert nicht. Ach nee, ihr habt schon recht laut, sehe ich gerade. Hört mal jetzt genau hin. Komm! Jetzt hat er Antigravitationsschokolade gefressen. Ja. Also ein alkoholkrankes Eichhörnchen hat Eichhörnchen als Lebensenergie. Hat Schokolade als Lebensenergie. An was erinnert mich das? Ach, an mich. Holy guckt doch heute eh noch zu, weil ich ein Eichhörnchen spiele. Das ist doch der einzige Grund. Also, das ist ein alkoholkrankes Eichhörnchen und Alkoholiker, der jetzt als Lebensenergie Schokolade hat. Ist das nicht ein tolles Spiel? Und da gibt es einen Wegweiser. Ach, und er spielt. Das heißt Nasty oder Nice. Welchen Weg soll ich nehmen? Jetzt werde ich euch auch mal Schokolade vorfressen. Passt mal auf. Was macht die Ernährung? Läuft gut. Werde ich euch jetzt voressen. Ist ja gar nicht mehr drin in der Flasche. Ah, ich habe in der Flasche noch ein bisschen was. Forscht mal, Leute. Trinkt mehr Fachingen. Das ist keine bezahlte Werbung. Wollen wir es lesen? Trinkt mehr Fachingen, gesündes Wasser, wo gibt. Genau. So. Da war ja was mit Bohnen. Muss ich mir auch mal holen im Lidl. Weiße Bohnen in Tomatensauce? Ja, nicht ganz. Ich esse rote Kidneybohnen mit Nudeln. Halt das, was man so isst als Mensch. Auf eine Flasche hier irgendwo hinstellen. Das hätte ich mir auch besser ausdenken können. So. Kann gleichzeitig Kompass spielen und Schokolade essen, ist also eine Sache. Muss man auch mal hinkriegen. Ja, genauso wie Conker habe ich mir eine 6-Stück-Schokolade mit hochgebracht. Seht ihr das? Wie im Videospiel, zur Linken. Da seht ihr das im Videospiel. Und hier habe ich auch eine 6-Stück-Schokolade, die ich immer dazu fressen muss. Oh, scheiße. Das Videospiel verleitet überhaupt nicht zum Fressen. Überhaupt nicht. Eure Einbildung ist das. Und dazu gesundes Heilwasser trinken. So nehme ich meine Drogen sonst immer privat. Das seht ihr sonst nicht. Heute habt ihr das mal live gesehen. So sieht das bei mir aus, wenn ich Drogen esse.
Deswegen brauche ich es täglich, weil nichts löst mehr Dopamin aus und Serotonin als Tryptophan und Theobromin. Oh, das ist gut. Jetzt bin ich so fit wie Conker und jetzt kann ich konzentriert spielen. Denn jetzt habe ich Zucker im Kopf. Komm, du Sau. Gleich mache ich den Tonlaser. Klingt ja wie, komm, du Sau. Ach du Scheiße. Sex mache ich genauso. Ah ja. Wupp! Sag doch, Sex mit Kuchen. Der einzige Grund, warum man lebt. So. Gehe ich den Weg Nesti oder Nice? Ich glaube, ich bin über den Weg Nesti gegangen. Hier war der Weg Nice. Nasty Wasps. Whatever shall we do? A beautiful half has gone. So. Otherwise, I don't know what I'm going to do. Okay, calm down. I'll go and get it for you. Now, where is it? Oh, just follow the signs. Oh, whatever. Die Biene weint mich voll. Vielleicht sollte man eine mit der Bratpfanne. Das Problem ist, man kann nicht springen und in der Luft hauen. Das haben die echt nicht programmiert. Aber ich wollte in Richtung nicht nicer Weg gehen. Komme ich später auch noch mal raus. Da wo jetzt zu ist, komme ich später her. Oh, das kommt doch nach unserem Bierlevel. So, hab deine YouTube-Seite als Favoriten hinzugefügt. Das ist aber lieb. Das ist ja sehr lieb. Gut, das ist der Weg böse. Oh nee, da gehe ich noch nicht ein. Das Level ist böse. Das ist Eingang zu einer eigenen Level, zu einer eigenen Welt. Da wird ein Kriegsfilm. Das ist jetzt eine Schokolade verloren. Da wird ein Kriegsfilm parodiert. Ich glaube auch, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ist das da James Ryan oder irgendwas? Oh, mal hoch. Ja, das ist, glaube ich, Honig. Mit Honig läuft es immer schwer. Ja, hier sind die bösen Wespen. Da hinten, guck, da ist Schokolade. Hört hin. Ganz schnell das Ding hier zurückbringen, ohne dass die mich mit ihren Starren erwischen. Und der Weg heißt Nesti, weil es Nesti und Wespen sind. Das eigentlich ist es nur eine Konzentrationsaufgabe. Jetzt ist er nicht wahr. Das bleibt, was er fucker sagt. Mr. Squirrel, and none of this would have happened if it weren't for that no good husband of mine. He's gone off, you know, with another woman. Oh, really? That doesn't surprise me. What? Nothing. Anyway, as a reward for your good service to the bee community, I present you with this. Money! Come pick up for me.
So gucke ich übrigens jeden Tag. Ich verliere Geld aus dem Taschenmesser, ich glaube. Genau, jetzt könnt ihr sehen, dass ich 6 Stücken Schokolade habe und 100 Dollar verdient in dem Game. Ja, das Schild ist auch ein bisschen egal, ob Nessie oder Nice, das sind beides Aufgabenwege. Da unten schwimmt Schokolade. Antigravitationsschokolade, wohlgemerkt. Und da ist übrigens, wenn man in diese Richtung geht, da ist das. Ja, da kämpft man gegen einen Kackhaufen, der in Scheiße schwimmt. Und der mit Klopapier bewerfen muss, um ihn zu besiegen. Sehr kreatives Spiel. Sehr kreatives Spiel. Es ist das Beste, was je von Menschenhand programmiert wurde. Ich laufe auf meine. Oh, das funktioniert nicht, okay. Mama! Ihr seid schuld. Komm! Harry, who's this? Looks like one of them skills. I think we should go down there and kick the shit out of him. Harry, wait till he comes up here, alright? Okay, then. Ich könnte Holy als Übersetzer brauchen. Hello, it's me again, Mr. Scarecrow Birdie. Right, what seems to be the problem? Oh yeah, you need manual. Otherwise, that doesn't work. Manual, cost you. Oh, how much? Got any Pepsi packs? What? Don't matter. Actually, $10. Long time. You left manual a long time. There you go. There you go. Manual. Just press. Für 10 Euro hat er mir jetzt eine Browserweisung gegeben. Oh, get me out of here. Hey, you. Come here. Come on. I want to go back in there. Hurry up. Okay. Help me. Cash. Seems to be an instruction book. Oh, I see. It's for the more complex stuff. It'll appear the first time you use a more complex stuff. And if you need it again, then press L and B at the same time. To skip it, just press C. The catapult. Let's see now. Use control stick to aim. And Z button to fire. That seems simple enough. Okay. Ja, das war dann das VZ-Button, was hier der ET-Button ist. Ah, ja, das war eine geile Zeit. Mit einem Nintendo 64-Controller ist wirklich. Es gibt nichts, was es auf dem Planeten. Skip, genauso. Schießt das Tiny. Ihr seht, das ist eine dieser L-Funktionen. Schloss. Kommt später hin, da ist der Backbau. Und auf zu sterben, das Spiel ist nicht auch schwer.
Was sagst du zu Leberwerten GGT115? Das sind ja auch schon Leberwerte, die ich in meinem Leben gelesen habe. Also sagt mir das gar nichts. Warum sollte ich mich mit Leberwerten befassen? Ich esse jetzt auch Wildkräuter neben Supplemente. Und trinke hier Wasser, wenn es meiner Leber dufte geht. Also die beschießen macht schon mal nicht so viel Sinn. Gut, das macht auch nicht so viel Sinn. Vielleicht kann man... Vielleicht kann man da oben... Lustig ist, dass ich auch noch ein paar Jahre hin und her vergesse, was man überhaupt machen muss. GGT115, müsste man gleich mal googeln. Helft mir mal ein bisschen, Leute. Der Vodafone hatte 65 Euro im Monat, eine 300er Leitung. Habe ich umgestellt mit Betreuer auf 100 und zahle nur noch so 30. Richtig. Ich auch. Ist ja 23 für eine 50er. Aber 100 Leitungen reicht für eine Person. Es leckt zwar manchmal. Dann liegt es nicht daran. Das Lecken kommt woanders. 100.000 Leitungen kann gar nicht mehr lecken. Egal bei was. Du musst gucken, ob deine NAT freigeschalten ist. Die NAT. Das ist ganz wichtig bei Konsolen. Da muss man, wenn zum Beispiel Xbox leckt, muss man bei Vodafone anrufen und sagen, bitte schalten Sie mir die NAT frei. Früher konnte man es noch manuell auf Xbox. Bei anderen Modems jetzt nicht manuell. Wenn die freischalten ist, dann kriegt die Konsole volle Leistung. Sowohl im Upload als auch im Download. Des Weiteren kann es lecken, dass wenn dein Upload zu niedrig ist. Der ist nämlich standardmäßig bei Vodafone immer nur auf 5000. Das heißt, du hast zwar 100.000 Download, auch nur 5000 Upload. Ich habe bei Vodafone freischalten lassen, dass ich 50.000 Upload habe. Zahle nur 3 Euro mehr. Das heißt, ich habe auch schon mal eine 50.000er Leitung für 20 Euro und dann nochmal 50.000er Upload-Leitung für 3 Euro mehr. Also zahle ich 23 Euro für 50 Up, 50 Down. Und du hast aber im Standardpaket 100 Up, 5 Down. Und das kann auch für Lecken sorgen. Also NAT öffnen und Upload erhöhen. Der Upload ist immer eine Frechheit bei den Anbietern, wenn man sich da nicht selber mühevoll drum kümmert. Den sagt ja auch keiner. Aber es ist wichtig, bei Videospielen brauchst du Up und Down. Hin und her, zack, zack. Muss beides funktionieren. So, also diese roten Käfer weiter zu schießen, bringt nichts, weil dann bringen sie mich um. Den Berg hochlaufen geht nicht, bringen sie mich auch um. Ja, das war der Nestiweg, glaube ich. Oder? Das war der Eisweg. Und beim Nestiweg kommt man zu den Westen, wo man auch nicht rein kann. Und ich habe keine Schokolade mehr, mich aufzuladen. Das heißt, ich werde sehr bald sterben. Oh, ich bin gestorben. Das erste Mal heute und das nach einer Stunde 40. Stunde 41. Jetzt kommt der Sensenmann. Grandios gemacht das Spiel.
Wie bei Pinocchio. Right. Hello. My name's Greg, the Grim Reaper. Don't laugh. Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Well made. Now, let's see. Ah, yes. Conker. Surname? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell, you would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. It's like those bloody cats. Such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yes. Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. I don't even get paid very much. Apparently, squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. So I'm not dead. You're dead, but not quite. Right. Well, I'll be off then. Just you wait, smart ass. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right. Distributed around your little world are these tail things. Squirrels' tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Well, sounds a bit strange, but okay. So, die Katzen haben auch Eichhörnchen unendlich Leben. The best bloody deal you're going to get, you little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Solange ich Eichhörnchenschwänze sammle. Bloody cats. When they meow and they piss okay, immer wieder continue. And the shit smells just bloody awful all over my face. Das Spiel zwingt einen also zu sterben, damit man diese Sequenz durchlebt und lernt, weil sonst kommen nicht die Schwänze in das andere Netz. Bin tot, auch nicht weit. Jetzt habe ich zwei Schwänze. Zwei Eichhörnchenschwänze. Ich weiß noch, dein Video mit dem Hochwasserklima ist ja voll kaputt. Ausgenockt. Take Vector. 13.33 Uhr, Take Vector. Hier ist letztens im Nebenort ein Motorradgeschäft komplett abgebrannt. Zwei Feuerwehrleute Leute tot. Wir hätten es doch lieber das Geschäft abbrennen lassen sollen, statt sich selber umzubringen. Ich verstehe Feuerwehrmänner noch nicht. So. Jetzt trinkt er Schluck. Auf eine Dose, auf der Fisch steht. Ach, macht das Spiel Spaß, ne? Macht euch genauso viel Spaß beim Zugucken. Also das ist jetzt mein zweiter Gamerscore, den ich habe. Oh, schon habe ich mir leider die Uhrzeit nicht notiert. Aber das kriege ich mal durch den Steam raus. Konka. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann, ist diese Viecher beschießen.
Das Problem ist aber, so funktioniert das. Ha! Ja, das Spiel erklärt einem auch gar nichts. Das ist eines dieser hardcore-schwierigen Games, die einen nicht an die Hand nehmen, wo man sehr viel durch Tüftel herausfinden muss, was man eigentlich grundsätzlich machen muss. Und das grundsätzlich wird heutzutage normalerweise in Handbüchern erklärt. Hat einfach nur erklärt, du kannst mit Z schießen, das war's. Aber wie du die beschießen musst und wie die sterben, das nicht. Du musst sie zweimal im Stück beschießen. Zweimal im Stück muss man sie treffen. Ach, hätte ich das gewusst, wäre ich nie gestorben. Vielleicht hätte ich schon nie Eichhörnchen Frenzy gebraucht. Ah, das schießt wirklich Kastanien. Das hat man damals auf Nintendo 64 nicht so gut gesehen. Da oben ist das Vampirschloss übrigens. Das ist ein geiles Level, sag ich euch. Das ist mein absolutes Lieblingslevel in dem Game. Wobei ich auch andere Level mag. Es gibt zum Beispiel ein Dinosaurier-Level, das doch sehr inspiriert wurde von dem Rennspiel damals, Diddy Kong Racing. Wieso gibt's das eigentlich? Achso, ja, stimmt. Alles mit Donkey Kong darf nicht auf X-Plus sein. Denn es gibt nämlich noch zwei andere R-Klassiker, die ich auch mag. Das ist Diddy Kong Racing und weil es bockenschwer ist, unvernünftig schwer ist. Das wäre Diddy Kong Racing und Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 ist nicht schön. Aber nicht leicht. Schönes Maß, schön. Oh, da hinten ist ein Wasserlevel, seht ihr's? Da kann ich später hinschwimmen. Jetzt geht's glaube ich nicht, oder? Oh, ich geh einfach jetzt hin. Okay, das wird aktuell noch verhindert. Sieht die Map nicht geil aus. Schaut euch die Map an. Oh, ja. So. Die Musik hat damals übrigens immer 100% bekommen. Die Musik von Rarspielen war das Beste, was ich gab. Noch besser als die Grafik. That way? Or that way? Hmm. That way smells a bit pooey. Hmm. Let me see. Hmm. Also rechts, also erst das Arschmonster besiegen. Ja, hier geht's halt um Scheiße. Nee, das wollte er ja gar nicht. Er wollte extra das andere, weil das wahrscheinlich, dass er zu stark schwierig riecht mal Scheiße. Close, back at 10. Also um 10 ist er wieder da. Clock. What time is it now?
Well, let's bother our combat later then. Ja, das heißt, diese Map kann man noch später betreten. Tsuji macht es, wirklich Tsuji macht es. Das ist schön durchdacht. Außer Nintendo hat damals kaum einen durchdachten Spiele hingelegt. Der war hier eben noch gekommen rauf. Einermaßen konnte. Oh, hier ist drauf, was ist ja. Also das ist alles kacke hier, wohlgemerkt, ne? Wo ich gerade rumlaufe. Das ist alles ein riesiger Scheißhaufen. Fließender, stinkender Kacke. Ah ne, hier kann ich auch noch riesig hoch zum aktuellen Zeitpunkt. Weil die viele nicht dabei arbeiten. Ja. Es zwingt einen in eine gewisse Richtung des Spiels. Das heißt, diese ganzen Maps, die kann man nur in Reihe abarbeiten und nicht am Stück. Es kann sein, dass man mal sich später zwischen 1 und 2 entscheiden kann, aber im Groben und Ganzen sind das Reihenmaps. Gut, sind es bei Mario auch, aber wenn man da eine gewisse Anzahl an Sternen hat, kann man auch die eine oder andere Map nicht dann überspringen. Key elements in this experimentation. Key elements. Pi mal Milch. The milk in Pi mal Milch. Ah, I see. Gelb, klein, Klammer auf. Oh, and it seems to be a... Seems to be a... I must do some experiments. Yeah. Yeah. And we will saw this. And when my head is okay. Then. We will see who uses the duct tape. Ah, die Map ist das. Oh, die hat einen meiner Lieblingsendgegner. Und mit Banjo begleitete Grundmusik. Ah, die Map macht Spaß. Da ist auch wieder Westen und so zu tun, muss den Felsen helfen und so. Und der Endgegner ist eine der ersten Anspielungen aus dem ersten Film. Ah, hier ist eine Blume mit Titten. An die sich freut, stöhnt die sich auch zu dumm und lustig. Gott, wie alt war ich jetzt das Spiel spielt. Und Geld ruft mich überall. Überall ist Geld versteckt in dem Spiel. Was mein Hauptantrieb ist übrigens. Sex und Geld sind mein Hauptantrieb. Also irgendwie ist das Spiel für mich gemacht worden. Und Schokolade mein Haupt. Meine Hauptenergiequelle. Also irgendwie wurde das Spiel in Andenken an mich programmiert. Oder? Ich bin vom Spiel beeinflusst, weil ich das mit 16 Jahren gesagt habe. Wie alt war ich denn damals? 17? 17 war ich. Also noch ganz jung und unreif und dumm. Zwar genauso intelligent wie heute, aber noch weniger wissen. Mit 17 habe ich das erste Mal auf Nintendo 64 gespielt. Damals teilweise noch am Fernseher meiner Oma. Meine Omas. Die haben beide. Au. Na komm, klag mir dein Leid. Meine Ego-Perspektive. Ah, jetzt endlich. Okay.
Deine Ego-Perspektive ist der Kamera invertiert. Ich weiß es nicht. Das ist eine riesengroße Scheune, die man hochklettern muss. Was ich auch dran hätte, hier weiter zu zocken. Das macht irrsinnig Spaß, das Game. Da oben ist Geld oder Blume. Da komme ich später. Werde ich jetzt langsam den Stream beenden? Nervprobleme. Here want me to solve their problems. What are you gonna do for me then? I'll tell you what I'm gonna do. You get rid of that freaking mouse critter, and maybe I'll help you out. Just maybe. Oh, just one more thing. You make one into my friend, Bert. Just mention my name, Jack, and everything will be just dandy. Guck, wie schön das Blut spritzt. Kennst du den ganzen Tag, du? Und tue ich auch. Deswegen sah die Maus am Anfang. Sieht zerkloppt aus. Macht das nicht Spaß, einen ganzen Tag aus dem Vieh drauf dreschen? Jutti, ich sehe, ich habe glatt 2 Stunden gestreamt. Das ist doch schön. Das wird mir bei Tippi nicht anders angezeigt. Mit Twitch kann ich mich wahrscheinlich hier oben nicht mehr einloggen. Du brauchst 1 Million SMS und, ja. Code per E-Mail. Genau, da ist er. 6 Klick kopieren. Gut, dass ich diese dämliche Faktor wieder weggemacht habe. Genau. Was sagt ein Twitch jetzt Schönes? Da bin ich schon seit 2 Stunden 3. Okay. Dann machen wir 2 Stunden 5. Quit, yes. Jetzt müsste automatisch gespeichert haben. Genau. Da sieht man, die letzte Map hat er gespeichert. 1 Stunde 15 habe ich für euch gespielt. Von 13 irgendwas bis jetzt. Oder 12:12 habe ich richtig begonnen. Ne? Und da könnte ich es löschen, aber das tue ich nicht. Beim nächsten Mal habe ich das auf jeden Fall 5 Dezibel lauter. Mit neuem Wissen, Wahrscheinlichkeit streame ich morgen früh wieder für euch. Schreibt mir, was ihr von Conker's Bad Fur Day haltet. Danke fürs aufmerksame Zusehen. Ich denke, 2 Stunden reichen, ne? Wenn ich morgen es schaffe, eher zu streamen, streame ich natürlich länger. Als nur 2 Stunden. Dann streame ich vielleicht 3-4 Stunden. Irgendwann zwischen 8 und 14 Uhr. Schreibt es euch auf. Ich streame am Dienstag, 27. zwischen 8 und 14 Uhr, irgendwann in der Drehe. Aber jetzt esse ich erstmal Mittagbrot. Gehe mich eine Runde duschen und freue mich meines Lebtags.
Tschüssikowski. Swarovski.